Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einer verspäteten Bücherwoche. Ja, heute Abend, ich hoffe, dass es bis Sonntagabend noch hochgeladen ist, beziehungsweise wann immer ihr diese Bücherwoche seht. Ja, ich bin ein bisschen spät dran, denn ich hatte Besuch von Freitagnachmittag bis, ganz spontan, Sonntagmittag. Die liebe Susan vom Kanal Waldschrat liest war bei mir und wir hatten wirklich tolle Tage. Wir haben viel gegessen, wir haben viel eingekauft und hatten wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit zusammen. Und wir haben spontan am Samstagabend noch entschieden, dass sie einfach noch eine Nacht da bleibt. Und so ist sie jetzt eben erst Sonntagmittag gefahren. Leider, es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht, wie viel man quatscht. Und es war wirklich ein tolles Wochenende und es gibt diese Woche auch ein Video von uns. Wir haben auch für jeden Kanal ein Video gedreht, diesen und du bist raus Tag. Darauf dürft ihr euch auf unseren beiden Kanälen freuen. Und deswegen ist die Bücherwoche jetzt ein bisschen später, was ich aber gar nicht schlimm finde und ich denke ja auch nicht, denn Hauptsache sie ist da. Ja, es gibt die Woche was über 4 Bücher zu erzählen, die ich gelesen habe und ansonsten war die Woche ein bisschen ruhiger und ich finde die 4 Bücher absolut in Ordnung. Mit einem habe ich angefangen und es wird ja dann auch unser Leseclub-Buch morgen starten und dazu aber dann später mehr. Als erstes beendet habe ich am Sonntag angefangen und auch gelesen Die unsichtbare Heldin von Jackie Fellgood. Hier habe ich im Grunde einen Lesemarathon zusammen mit Susan gemacht. Wir hatten beide das Buch durch den Indie-Festival von Amazon auf unserem Sub. Und wir sind ja doch recht große Jackie Fellgood-Fans. Also auch Susan hatte schon ein paar Bücher von ihr gelesen. Und so haben wir uns Die unsichtbare Heldin hergenommen, was ja das zweite Buch von Jackie war, letztes Jahr in ihrem 12-Monaten-Marathon. Und das haben wir Sonntag angefangen und auch beendet. Dann habe ich ein Hörbuch gehört, Wir können alles sein, Baby, von Julia Engelmann. Das gab es für einen halben Gutschein, was auch für die Seitenzahlen so absolut in Ordnung ist. Und ich hatte eben im Grunde einen halben übrig und dachte mir, da greifst du einfach mal zu. Und dann habe ich begonnen mit Ein Tag für ein neues Leben von Ellie Harris. Ein Buch, was ich leider abgebrochen habe. Obwohl die Geschichte, diese Idee mit Was wäre wenn mir wirklich gut gefallen hätte, aber dazu dann mehr. Und dann haben wir ja Die Berufene gelesen von Emma Carey, das ja auch im Leseclub zur Auswahl stand. Dann wurde es ja Die Falle von Melanie Rabe und sich trotzdem ein paar Leute gefunden haben, die gesagt haben, hey, komm, lasst uns trotzdem dieses Buch zusammenlesen. Und das haben wir dann tatsächlich gemacht. Ich war eine schlechte Mitleserin, weil es mich so gefesselt hat und ich eher fertig war. Aber ja, dazu dann natürlich auch mehr. Dann habe ich hier 2 Neuzugänge liegen, die ich mir gestern in der Thalia mitgenommen habe. Die zeige ich euch. Und ich denke, wir fangen jetzt einfach mal mit den Büchern an. Mit Die unsichtbare Heldin von Jackie Fellgood. Das ist der erste Teil der Superheldin-Reihe. Es ist eine abgeschlossene Trilogie. Ist erschienen letztes Jahr im Februar. Hat als Taschenbuch ca. 200 Seiten. Kostet als Taschenbuch 10 Euro. Als E-Book ist es für 2,99 zu haben. Und wir haben es eben im Indie-Festival, ich glaube in der zweiten Woche oder in der ersten Woche, gekauft für 89 Cent. Also es hat sich da wirklich gelohnt, darauf zu achten. Ich habe ja schon einige Bücher von Jackie gelesen und war da natürlich sehr neugierig, was es mit dieser Trilogie auf sich hat, die mich wirklich eigentlich auch schon ziemlich von Anfang an interessiert hat und ich sehr neugierig war, Katze, und war da natürlich gespannt und interessiert und wollte natürlich wissen, was hat es da auf sich. Und so haben wir uns sonntags kurzfristig dazu entschlossen, die Heldin zu lesen, die unsichtbare Heldin. Es geht in der Geschichte um Anja, eine junge Frau, die schon vor einiger Zeit zusammen mit ihrem Kater von zu Hause ausgezogen ist, ihre Mutter sehr früh verstorben ist, sie so die ein oder anderen Probleme mit ihrem Vater hat, der sie nicht so richtig respektiert und auch irgendwie nicht akzeptiert, denn sie ist nicht wie er in Richtung Medizin gegangen, als es um ihr Studiumsfach ging, sondern Chemie oder Physik, irgendwas von beiden, das haue ich immer durcheinander. Ich weiß, da gibt es ganz große Unterschiede, aber für mich war das gefühlt immer dasselbe. Und in ihrer aktuellen Arbeitsgruppe beschäftigt sie sich mit dem Thema unsichtbar werden, hat eine sehr merkwürdige Mitkollegin, einen sehr zerstreuten, merkwürdigen Professor, der
ja, immer so den Eindruck hinterlässt, dass er enttäuscht von ihr ist. Und auch ihr Vater, bei dem sie immer mal im Grunde für Ordnung im Haus sucht, da merkt man halt auch relativ schnell, so richtig glücklich ist er mit ihr als Tochter auch nicht. Und sie ist da auch nicht ganz glücklich so mit ihrem Leben und hat auch so das ein oder andere Problem, bis sie eines Tages im Teeladen ein Schild findet, auf dem eben drauf steht, Superkräfte zu verkaufen. Und sie sich tatsächlich etwas kauft und damit irgendwie unsichtbar wird und sie jetzt natürlich die Welt retten möchte. Und es kommen dann noch so ein paar Probleme dazu, die sie dann eben auch mit der Unsichtbarkeit versucht zu lösen. Und ja, es ist sozusagen der Start von einer normalen Frau zu einer Superheldin. Die Geschichte, die Idee fand ich wirklich sehr kreativ, sehr großartig, weil ich es wirklich spannend fand, wie eben aus so einer normalen Frau eine Superheldin wird und natürlich in den nachfolgenden Geschichten auch noch werden würde. Also wenn man jetzt natürlich weiterlesen würde. Und das fand ich wirklich sehr spannend, sehr interessant. Ich fand auch die Idee wirklich cool mit Anja als Protagonistin, wie wir so mit ihr mitgegangen sind. Und es war halt irgendwie sehr viele Probleme, die auf ihr gelastet haben. Und man hat halt versucht, als Anja sozusagen so die Probleme zu lösen und war halt wirklich so, klappt das denn alles tatsächlich nur, weil man ein bisschen unsichtbar ist. Es war aber tatsächlich nicht so spannend, wie ich es mir erhofft hatte, denn es wirkt sehr jugendlich. Also man hat nicht das Gefühl, dass Anja tatsächlich schon so mitten im Leben steht und in einem Studium ist und in einer Arbeitsgruppe arbeitet, sondern ich hatte immer eher Anja vielleicht tatsächlich so zwischen 14, 15, 16 vor Augen, also eher jugendlich, auch was die Dialoge angegangen ist, so die Probleme, die Gespräche, auch wie sie Menschen beschreibt, das hat für mich sehr jugendlich gewirkt und so hat dann tatsächlich so das Selbstbild und das, was ich wahrgenommen habe von Anja, nicht mehr so richtig zusammengepasst, was es tatsächlich im Lesen ein bisschen schwer gemacht hat, denn die Idee, wie werde ich eine Superheldin, fand ich wirklich toll. Die Umsetzung war für mich persönlich ein bisschen schwierig. Es passieren viele Dinge, die zwar schon etwas kurios wirken, die machen aber schon Spaß, dass man sie liest. Also ich weiß genau, was sich Jackie dabei gedacht hat und uns im Grunde diesen Spaß bringen wollte. Die Sprache ist hier tatsächlich noch sehr einfach, zwar flüssig, aber eben doch sehr jugendlich, obwohl es ja doch eigentlich eher eine erwachsenere Geschichte ist. Und ich finde, man spürt hier, dass das Jackies zweites Buch ist und sie tatsächlich in den nachfolgenden Büchern sehr, sehr gereift ist. Denn sprachlich ist das schon sehr einfach, manchmal auch sehr leicht. Und man fliegt zwar so durch die Seiten, aber man hat das Gefühl, es bleibt sehr wenig an einem hängen. Auch sind halt die Dialoge manchmal sehr banal und auch manchmal fehlen die Dialoge, wo man sich so fragt, reden die gar nicht miteinander. Auch die Personenbeschreibungen und auch so wie eben Anja diese gesehen hat, fand ich tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Es war halt alles so ein bisschen unausgereift auch noch. Ich glaube, dem Buch hätte es tatsächlich nicht schlecht getan, noch so ein bisschen dran verweilen zu können, was natürlich aber in dem großen Projekt von Jackie, 12 Bücher in 12 Monaten, wahrscheinlich einfach nicht möglich war. Und man natürlich, denke ich, dann spürt, beim zweiten gibt es eine Steigerung und beim dritten sind wir dann wahrscheinlich bei dem Jackie-Niveau, das ich einfach so gerne lese. Und ich glaube, man muss in dieser Reihe einfach dranbleiben, um es im Grunde jetzt zu genießen. Da die Trilogie abgeschlossen ist, könnte man natürlich alle drei Bücher hintereinander weglesen. Ich hatte nach dem ersten Teil leider nicht so direkt das Bedürfnis, weiterlesen zu wollen und finde das tatsächlich sehr, sehr schade, weil ich mir von dieser Trilogie sehr viel erhofft hatte. Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass man Jackie in diesem Moment einfach Zeit geben muss und eben sagen muss, okay, man versucht es mit Band 2 und Band 3 und guckt mal, wie man dann zumindest dann in den zweiten Band reinkommt, um dann eben einfach zu sehen, wo ist die Entwicklung hingegangen. Weil es gibt großartige Bücher von Jackie und letztes Jahr Hashtag Folge deinem Herzen war auf jeden Fall ein Sommerhighlight für mich und hat mir wirklich großartig gefallen. Auch die anderen Bücher, die ich von ihr kenne, waren wirklich immer top. Und vielleicht liegt es auch am Genre, an diesem doch so ein bisschen Fantasy-mäßigen Genre und dann doch eher so diesen Liebes-Lebensgeschichten, dass das eben auch, ne, ich meine, vielleicht liegt auch nicht jedem alles, aber es war eine gute Geschichte, sie war okay, sie hat an diesem Sonntagnachmittag schon Spaß gebracht,
Aber mir hat so ein bisschen der besondere Kick einfach gefehlt, was ich einfach tatsächlich sehr, sehr schade fand, weil ich mir das wirklich gewünscht hätte, dass mich diese Trilogie passt und ich direkt losrenne und eben den zweiten Band lesen will und den dritten hinten dranhänge, was eben leider das Buch nicht so bewirkt hat. Aber es war okay und ich denke, wenn man tatsächlich eher vielleicht in der Jugendliteratur unterwegs ist oder selbst auch noch Jugendlicher, dann ist die Geschichte auf jeden Fall was für einen. Dann ging es weiter mit einem Hörbuch und zwar Wir können alles sein, Baby von Julia Engelmann. Es ist das zweite Poetry Slam Buch ihrer Reihe. Ich glaube, aktuell gibt es drei. Das ist erschienen im Oktober 2015 im Goldmann Verlag, kostet als Taschenbuch 7 Euro, als E-Book 6 Euro und gab es eben für einen halben Audible-Gutschein zum Anhören und hat um die 100 Seiten. Und ich mochte das erste Buch Eines Tages Baby von Julia Engelmann unglaublich gerne. Ich habe da drin unglaublich viel rumgeblättert, angelesen, rumgelesen, Zitate rausgeschrieben. Ich mochte das wirklich damals, wie es erschienen ist, sehr. Es gab ja einen sehr großen Hype um Julia Engelmann. Und ich hatte eben diesen halben Gutschein und dachte, Mensch, guck mal, was du da ein bisschen finden kannst. Und bin dann eben auf Wir können alles sein, Baby gestoßen. Hatte dann eben auch noch überlegt, vielleicht den dritten. Aber dann wäre wieder so ein halber über gewesen. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt erstmal noch gegen das dritte entschieden. Aber mir hat der zweite viel, viel Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, die Atmosphäre, wenn Julia Engelmann selber liest, man hat eben das Gefühl, dass man selbst bei so einem Poetry Slam wäre. Es sind tolle Slams dabei und man hört gebannt Julia Engelmann wirklich zu. Egal, ob es im Bett ist vom Schlafen gehen, ob es irgendwie, wenn man unterwegs eine Runde spazieren geht, einfach reinhört. Ich finde, es hat wirklich einen ganz, ganz tollen atmosphärischen Charakter gehabt, sie zu hören, sie in ihrem Slam-Rhythmus zu hören und das im Grunde auch zu erleben und mitzunehmen. Es hat wirklich viel, viel Spaß gemacht, das zu hören. Es war ja, glaube ich, nur so eine knappe Stunde zum Anhören oder so ein bisschen was über und ich glaube eine Stunde 30, ich weiß nicht mehr, aber irgend sowas in dem Dreh. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht und man hat wirklich auch, man merkt einfach so die Euphorie von Julia Engelmann und auch ihre Worte, die einen berühren und zum Nachdenken bringen. Es gab auch zwei Geschichten, da habe ich dann nochmal von vorne angefangen, habe nochmal reingehört und ich glaube tatsächlich, dass das nochmal Bücher sind, die ich mir wirklich als Buch zulege, um sie dann einfach auch ins Regal zu stellen. Ich glaube, den ersten Band hatte ich den als echtes Buch? Nee, ich glaube, als E-Book habe ich den. Und einfach, dass man sie sich ins Regal stellt und immer wieder die Geschichten, die einen bewegen, eben anhört. Und auch gerade Eines Tages, Baby, das war halt wirklich toll. Und ja, es hat wirklich Spaß gemacht, das zu hören. Und ich fand auch gerade das Hören so toll, weil man eben hört, wie es Julia Engelmann gemeint hat und die natürlich Dinge betont und das nochmal so rüberkam. Das fand ich wirklich toll. Also das Hören hat hier, glaube ich, wirklich mal richtigen Mehrwert gebracht und Spaß gebracht und mir haben auch wirklich die Geschichten gefallen. Also ich kann das absolut empfehlen, wer ein bisschen auf dieses Poetry Slam steht, wer diesem Hype noch verfallen ist, den es ja vor ein paar Jahren gab, der wird da auf jeden Fall auch Spaß haben und ich liebäugle wirklich auch mit dem dritten Buch und denke, dass das auch mal noch irgendwie wann bei mir einzieht. Vielleicht ziehen auch mal alle drei tatsächlich als echte Bücher bei mir ein. Ja, man kann sich ja zur Not auch die Slams einfach mal auf YouTube anschauen und hören, da ist ja auch ganz viel veröffentlicht und da könnt ihr einfach mal gucken. Also ich finde auch Julia Engelmann macht das wirklich großartig. Also ich finde auch, die hat so den Nerv der Zeit immer so ein bisschen getroffen. Gerade wie es aufkam, war sie auch so die große Bekannte und hat dann eben so diesen Hype ausgelöst, dass alle anderen mitgemacht haben. So gefühlt für jemanden, der nicht aus dieser Richtung kommt. Und fand ich wirklich toll. Also hat mir Spaß gemacht, war eine gute Unterhaltung, habe ich auf zwei Rutsche, glaube ich, gehört. Und hat mich wirklich erfreut. Also fand ich wirklich toll und hat wirklich Spaß gemacht. Ganz anders das dritte Buch. Also ich merke schon, der Februar ist ein Buch der Abbrüche sozusagen, der Bücher, die mich so ein bisschen enttäuscht haben. Und zwar Ein Tag für ein neues Leben von Ellie Harris ist aktuell erschienen jetzt im Januar diesen Jahres im Blanc Vallée Verlag. Hat 512 Seiten, kostet als Taschenbuch 10 Euro, als E-Book 9 Euro. Und ich habe es nach circa der Hälfte abgebrochen. Ich glaube, es waren so knapp 45%, was dann eben so circa 250 Seiten sind, also von den 512 so circa. Man kann das ja im E-Book-Reader immer so ein bisschen schlecht einschätzen, aber so in etwa war es die Hälfte, also so 250 Seiten. Was hatte mich an dem Buch interessiert? Also das Cover fand ich schon irgendwie ansprechend, aber ich finde es auch unglaublich kitschig. Also von daher, ich glaube, es wäre kein Coverkauf gewesen. Mich hat diese Was-wäre-wenn-Idee interessiert, denn es geht hier um Bea Bishop und Bea lebt im Grunde zwei Leben.
auf der einen, also die Geschichte beginnt mit den Vorbereitungen zu ihrer Hochzeit. In dem einen Teil sozusagen läuft sie in die Kirche ein, läuft zu ihrem Adam und heiratet Adam. Sie sieht zwar irgendwo im Gang ihren Ex-Freund, ihre große Jugendliebe sitzen, ignoriert diese aber und heiratet Adam und geht dann auf Flitterwochenzeit und lebt dann im Grunde ihr Leben als verheiratete Frau. Auf der anderen Seite lässt sich Bea lässt sich dann eben im Grunde davon ablenken, dass da ihre große frühere Jugendliebe sitzt und rennt aus der Kirche heraus, bricht die Verlobung, bricht die Hochzeit ab und schwelgt dann eben in diesem, jetzt bin ich wieder Single, was ist hier mit mir passiert, wie konnte ich meinen Verlobten so enttäuschen, Phase. Und ich fand diese Idee mit diesem Was wäre wenn, wenn man wirklich zwei Leben leben würde, welches hätte ein Happy End, kommen vielleicht beide Geschichten zu einem Happy End, mag ich unglaublich gern. Es gibt so das ein oder andere Was wäre wenn Buch, was ich gut finde, und man selbst fragt sich ja tatsächlich auch mal immer wieder, was wäre denn gewesen wenn. Also ich glaube, keiner kann sich von uns davon freisprechen. Ich glaube, jeder fragt sich mal, was wäre gewesen wenn ich vielleicht das getan hätte oder das, oder wenn ich den Menschen nicht getroffen hätte oder den oder was auch immer. Ja, und das finde ich eigentlich immer ganz schön. Man kann die Vergangenheit natürlich nicht schreiben, denn wie es ja so schön auch bei Game of Thrones heißt, die Tinte ist getrocknet, die Vergangenheit ist geschrieben. Und so ist es tatsächlich und so ist es auch gut so. Aber der Gedanke, was passiert hier mit Bea Bishop, fand ich wirklich irgendwie eine sehr coole Idee. Was mich sehr gestört hat von Beginn an, war diesen schnellen Perspektivwechsel. Also man hatte gerade auf dem E-Book-Reader teilweise nur so 1,5 Seiten, die eine Perspektive, Switch in die andere Perspektive, Switch in die erste Perspektive. Und das ständig gefühlt alle 2 Seiten. Man hatte gar keine Zeit, sich auf eine der Perspektiven irgendwie einzulassen, weil es viel zu schnell ging und man eben... Es gibt halt zum Beispiel auch Facebook-Stati und verschiedene Hinweise, wo man, wer man von beiden gerade ist, wenn das überhaupt 2 verschiedene sind, in welcher Was-wäre-wenn-Variante sind wir gerade. Und ich fand das unglaublich anstrengend und ich fand das unglaublich verwirrend. Und wenn man eben mit gar keiner von beiden irgendwie mitfiebert, hatte ich persönlich einfach ein Problem, und dass dann eben diese Dinge immer parallel passieren mussten, fand ich immer schwierig. Also wenn sie hier eine Stunde verbracht hat, musste die andere dann auch wieder die Stunde verbringen. Und dann irgendwann saß ich da und dachte, oh, ich bin irgendwie nicht reingekommen. Ich fand das unglaublich schwierig und man kann sich eben auch nicht einfühlen, mitfühlen. Man versteht auch die Entscheidungen von Bea tatsächlich teilweise nicht. Und das Schlimmste war, dass Bea 1, die verheiratete Bea, sich ständig die Frage stellt, was wäre denn gewesen, wenn ich da doch nicht geheiratet hätte? Und Bea 2, die Hochzeit ja abgebrochen hat, fragt sich ständig, was wäre denn gewesen, wenn ich doch geheiratet hätte? Und dann... Wir wissen ja, ne? Aber sie fragen sich das ständig. Ich hatte das Gefühl, dass alle 3, 4 Kapitel die eine Bea wieder über die andere Bea nachdenkt und die Gedanken sich denkt, die dann tatsächlich dieser Bea passieren. Und das ständig überkreuzt. Und ich dachte irgendwann, es hat überhaupt keinen Sinn. Ich wollte doch die echte Story hören. Ich wollte doch hören, wie geht es der verheirateten Bea und wie geht es der nicht verheirateten. Und will doch dann nicht hören, dass sich die nicht verheiratete fragt, was wäre gewesen, hätte ich geheiratet. Weil ich lese das ja. Also... Dieses ganze Konzept, dieses Was wäre wenn, hat irgendwie gar keinen Sinn gemacht, wenn sich die Charaktere tatsächlich auch noch fragen, was wäre wenn. Also das war total creepy, fand ich, und fand das auch tatsächlich unglaublich verwirrend. Und es war auch einfach unschön erzählt, es waren Dinge wichtig, die ich total unwichtig finde, es war sehr oberflächlich, es war sehr klischeehaft und man hat halt auch viele Dinge nur über so kurze Facebook-Stati erfahren, wo ich so denke... Och, hätte sie uns das nicht einfach als Bea erzählen können? Muss ich denn ständig einen Facebook-Status sehen? Und man erfährt es durch wenig Gedanken, es gibt wenig Dialoge und es fühlt sich irgendwie sprachlich nicht schön an. Und ich dachte halt, dann müsste nach der Hälfte, ach Steffi, es interessiert dich schon gar nicht mehr, was wäre wenn? Und lass es einfach gut sein. Und ich hatte dann wirklich keine Lust mehr auf dieses Buch. Ich war wirklich teilweise so beim Lesen genervt, habe ständig mit den Augen gerollt und dachte wirklich, was hat sich denn die Autorin dabei gedacht, dass man mit keiner der beiden Bärs irgendwie mitfiebert oder dann selbst sagt, sie hätte sich da entscheiden müssen oder da. Meine Hoffnung ist ja, dass es am Ende für beide Bärs irgendwie ein Happy End gibt, aber ich finde es nicht heraus und ich will auch nicht. Ich fand es wirklich nicht gut, es hat mir echt keinen Spaß gebracht, ich war wirklich angenervt und eigentlich war bis zur Hälfte zu lesen schon eine Qual, weil man hat schon so auch nach dem ersten Drittel gemerkt,
Aber man möchte ja den Büchern eine Chance geben und ja, ich finde, so eine Hälfte ist dann eigentlich schon ein ganz guter Vorsatz. Zum Glück war die Woche aber nicht geprägt von diesem abgebrochenen Buch, sondern von einem echten Highlight. Mal wieder. Ja, und ich, ja, es ist Die Berufene von M.R. Carey, ein Buch, das ich seit letztem Jahr August auf meinem Sub habe, von dem das schon lange auf der Wunschliste damals stand und es in der Thalia-Aktion 10 Taschenbücher für 10 Euro dann eben auch gegeben hat. Ja, es hat irgendwo einen Mängelexemplarstempel. Vom Cover her würde ich sagen, oh, ganz schrecklich. Also mir gefällt das wirklich gar nicht, weil ich finde auch, dass diese Geschichte, dieses Buch nichts mit diesem Cover irgendwie überein hat. Und ja. Es haben sich ein paar gefunden in einer kleinen Lesegruppe und wir haben dieses Buch jetzt eben zusammengelesen die letzte Woche. Erschienen ist es im Oktober 2014 und ich glaube tatsächlich, dass es dann auch schon fast 2 Jahre bestimmt auf meiner Wunschliste stand. Im Knauer Verlag, kostet broschiert 15 Euro als E-Book. Ich glaube aktuell irgendwie zur Aktion, weil es ja jetzt schon die Verfilmung gibt für 4,99. Wie gesagt, es gibt es eben auch immer mal als Mängelexemplar und bestimmt auch günstig gebraucht zu kaufen. Da kann man einfach mal die Augen offen halten und hat 512 Seiten. Und es ist eine unglaublich geniale Endzeitgeschichte. Also wir sind hier am Ende der Welt gefühlt, also oder die Welt ist am Ende eher so. Denn es gibt eben ein Virus, der die meisten Menschen dahingerafft hat. Und es gibt so ein paar Kinder, die haben zwar den Virus irgendwie in sich, werden aber eben nicht zu diesen Hungernden, was man sich eben so ein bisschen als Zombies vorstellen kann, sondern haben eben auch besondere Gaben, sind besonders intelligent. Und ja, die werden eben in einer Militärbasis dann im Grunde ja untersucht. Sie bekommen da auch Schulunterricht. Es passieren eben dann auch so ein paar Experimente mit dem einen oder anderen. Und wir lernen hier eben Melanie kennen. Und Melanie ist eben das junge Mädchen, das wir begleiten in Ich-Perspektive zum großen Teil in der Geschichte und eben ihre Sicht auf die Welt und diese Dinge eben durch Kinderaugen sehen, was es besonders ergreifend macht, wie ich finde. Und wir lernen eben neben Melanie auch, ja, im Grunde ihre Lehrerin Miss J kennen und auch diese Professorin Caldwell. Und wir treffen auf einen Sergeant und ja, die erzählen uns so ein bisschen immer mal ihren Perspektivwechsel. Das Wunderbare hier war wirklich, dass man nach 2, 3 Sätzen im Buch gemerkt hat, wer bin ich gerade. Das finde ich bei Perspektivwechsel immer wichtig und das ist hier absolut gelungen. Es ist Endzeit. Die Welt steht wirklich vor dem Ende, vor dem Abgrund. Sie ist dahingerafft. Es gibt viele Hungernde. Und das ist so eine Art Zombie. Also die fressen sich im Grunde satt. Der Virus wird an den, also ne, der übernimmt irgendwann den Wirt. Und die Menschen stehen wirklich so vor dem Ende und es gibt eigentlich gar keine Möglichkeit, irgendwie die Menschheit noch zu retten. Allerdings versucht man eben in dieser Militärbasis eben doch anhand dieser Kinder herauszufinden, was diese Kinder immun hat werden lassen, beziehungsweise was diese Kinder eben besonders macht. Und Melanie zeigt uns diese Welt wirklich auf drastische Art, auf Brutalität bis geht nicht mehr und es ist wirklich unglaublich ehrlich, direkt und erschreckend. Man merkt recht schnell, dass die Menschen eben sehr einfach werden und sehr um den Überlebenskampf kämpfen, wenn es wirklich so gegen das Ende zugeht und man dann eben auch nur noch Befehle verfolgt und nicht mehr darüber nachdenkt, ob es wirklich Sinn macht, ein Kind zu fesseln und gefesselt eben dann auch in den Unterricht zu stellen. Und Kinder werden eben auch noch was beigebracht, was die Kinder eben nicht für alle Mitarbeiter dieser Militärbasis zu irgendwelchen Ungeheuern macht, sondern eben auch zu Kindern. Und so ist eben Miss J jemand, die wirklich so einen Bezug zu den Kindern bekommt, auch eben zu Melanie, die eben sehr intelligent ist, sehr viel wissen möchte. Und ja, es kommt dann eben so, dass diese Militärbasis von Hungernden überfallen wird und dann eben diese Vierer-, Fünfer-Truppe an Charaktere im Grunde sich irgendwie aus dieser Militärbasis retten kann. Wir so ein bisschen in einen Roadtrip verfallen, das ich sehr großartig fand. Und dann eben gucken, wie können wir uns retten oder eben dann vielleicht sogar irgendwie dran denken, was passiert da draußen eigentlich mit der Welt und mit uns. Und ja, ich fand das eine unglaublich düstere, atmosphärische Endzeitgeschichte, hat mir wirklich unglaublich gut gefallen und auf 500 Seiten ist viel passiert. Man hatte aber immer Momente des Innehaltens, des Nachdenkens. Ich musste auch 2, 3 Mal die Augen schließen, weil ich diese,
ach, unmenschlichen Verhalten gar nicht ertragen konnte. Und es passieren wirklich schlimme Dinge in diesem Buch. Es wird nicht ganz immer so extrem die Kamera drauf gehalten wie bei anderen Büchern. Also Kamera im Sinne von, ne? Also man merkt, dass man schon einen menschlichen Abstand bekommen darf. Und was ich auch einfach wichtig finde. Es gibt aber auch Momente, wo ich wirklich denke, ach, kann man die alle mal schütteln? Wie benehmen die sich denn? Das sind doch Kinder. Und nein, es sind natürlich nicht nur Kinder, aber ja. Dementsprechend ist das natürlich schon ein eigener Zwiespalt, wenn es um diese Diskussion geht. Sind die Kinder nur Kinder? Sind es tatsächlich Virusbefallene, die einen eben selbst töten können, die eben den Geruch von Menschen riechen und dann eben diesen Hunger verspüren und dann wirklich im Grunde, ja, der Kopf aussetzt und nur noch der Hunger siegt? Und oh, das war unglaublich toll erzählt. Also Emma Carey hat wirklich ein Buch geschaffen, das einen in den Bann zieht, das einen fesselt, das einen packt, das einen mitreißt, mitnimmt und das eben auf unterschiedlichsten Ebenen, dadurch, dass man eben jeden Charakter kennenlernt, jede Perspektive erlebt, auch die Gedanken versteht und man sich selbst eigentlich ständig fragt, wie würde man selbst handeln? Würde man das so und so machen? Würde man es anders machen? Wie würde man vielleicht reagieren? Wie tickt der Mensch? Ist das so? Und das Erschreckende ist, dass man auf ganz viele Fragen tatsächlich ja antwortet. Und ich das einfach unglaublich gruselig finde und ich fand es toll. Also es war eine unglaublich tolle Geschichte, die wirklich episch war, die einen mitgerissen hat. Es hat zum einen manchmal tatsächlich an die Passage-Trilogie erinnert, gerade diese leichten Andeutungen, was man hier bei Melanie hat und zum Beispiel bei Amy in der Passage-Trilogie. Aber Melanie hat tatsächlich ganz oft anders reagiert, weswegen sie natürlich ein eigenständiger Charakter war. Aber so dieses atmosphärische, große, was hier eben auf 500 Seiten ist und Cronin hat über 3000 gebraucht. Es ist halt so eine kleine Fassung dieses Epischen und halt wirklich ein sehr begrenzter Zeitraum. Also ich glaube, wir erleben wirklich hier so in 2-3 Wochen die Geschichte und das ist wirklich, wir sind sehr eng beieinander, sehr eng in der Zeit, während wir ja in der Passage-Trilogie wirklich Jahrzehnte miteinander verbracht haben. Und aber ich möchte das eigentlich gar nicht vergleichen, weil ich finde beide auf ihre Art und Weise wirklich großartig. Es ist ein absolutes Highlight gewesen und ich ärgere mich fast, dass ich es nicht eher gelesen habe. Aber der Zeitpunkt ist natürlich perfekt, denn es gibt ja aktuell auch den Kinofilm The Girl with All the Gifts, glaube ich heißt es. Ich kann mir Namen ja immer ganz schlecht merken, dementsprechend auch hier The Girl with All the Gifts. Läuft ja aktuell auch in den Kinos und ich muss diesen Film definitiv sehen. Also es gibt so verschiedenste Stimmen zu diesem Film. Ich glaube, der große Kritikpunkt geht darin, dass eben Melanie im Kinofilm, glaube ich, auch von einer Schwarzhäutigen gespielt wird, während sie ja im Buch definitiv blonde, lange Haare ursprünglich hat und man sich schon so denkt, oh, wie kann man denn so abweichen? Aber vielleicht macht das im Film ja tatsächlich Sinn und bin einfach mega gespannt da drauf und bin da einfach sehr neugierig und werde auf jeden Fall die Verfilmung mir mal noch angucken. Nächste Woche, übernächste Woche mal schauen, wie ich Zeit habe und freue mich darauf. Und es ist wirklich eine absolute Leseempfehlung. Jeder, der eben so Endzeitgeschichten, düstere Geschichten mag und ja, also wirklich auch so die Passage-Trilogie toll fand, vielleicht Adib gut fand. Ich denke auch mal Walking Dead, das ist in der Lesegruppe immer mal erwähnt worden. Ich erinnere mich auch noch an diese Geschichte mit den Schauspielern, an deren Namen ich mich nicht erinnere. Children of Men zum Beispiel ging auch so in eine extrem düstere Endzeitgeschichte. Also wer sowas mag, ist hier absolut richtig und es war einfach ganz, ganz toll. Also es war wirklich großartig geschrieben. Es war, ja, und es hat mich tatsächlich so gefesselt, dass ich manchmal gar nicht an mir halten konnte und die Leseabschnitte dann nicht an dem Tag beendet habe, sondern dann teilweise schon 2-3 Tage weiter war. Ich mich trotzdem bemüht habe, die Notizen so einzufügen, dass sie gestimmt haben. Und am Ende konnte ich dann tatsächlich auch nichts mehr parallel lesen, weil mich diese Geschichte so gepackt hat, das Ende so sprachlos zurückgelassen. Es ist ein großartiges Ende. Ich liebe dieses Ende und ich wirklich begeistert bin. Also es war ein Hammerbuch, absolute Empfehlung, wirklich ein Highlight. Und ist eine, ja, jeder sollte es gelesen haben, der eben solche Geschichten mag und in sowas gerne, in sowas gerne liest, der ist hier wirklich absolut richtig. Ist wirklich ein Monatshighlight, ein Lesehighlight und hat wirklich ganz, ganz viel Spaß gebracht.
Jo, und das waren jetzt die vier Bücher, die ich in dieser Woche gelesen habe, beziehungsweise auch gehört habe. Und ich finde das wirklich eigentlich wieder ganz, ganz gut. Es hat viel Spaß gebracht. Ich habe auch noch mit Angel Fall angefangen, hatte dann aber gemerkt, ich muss die Berufene beenden und konnte dann Angel Fall tatsächlich parallel nicht ganz so genießen und habe jetzt so ein Drittel in Angel Fall. Ich bin noch nicht ganz richtig drin in der Geschichte, aber ja, ich versuche mein Bestes. Wir starten, das kann ich jetzt mal schnell noch zeigen, wir starten morgen am Montag mit Die Falle von Melanie Rabe. Das lesen wir ja in unserem Leseclub, den ich mit Alicia und Phil habe. Und das ist ja mein Subbuch, weil ich durfte ja das Februarbuch aussuchen, weil ich im Januar Geburtstag habe. Und das ist ein Thriller und ich bin mega gespannt. Ich habe da sehr, sehr viel Gutes gehört. Es war ja auch ein Geburtstagsgeschenk. Ich freue mich jetzt, dass wir es lesen. Und man hört ja wirklich viel, viel Gutes von Melanie Rabe. Es gibt ja auch noch ein anderes Buch von ihr, Die Wahrheit, glaube ich. Ja, bin da also wirklich gespannt, wie das sein wird. Wer noch mitlesen mag, wer das Buch vielleicht noch auf dem Sub hat, guckt mal in die Infobox. Es geht jetzt los, die Einteilung ist ja schon da. Phil hat auch schon die einzelnen Kapiteleinteilungen gemacht. Und ich denke dann auch, dass es ist bei mir auch schon eingeteilt. Und ich denke dann auch, dass in der nächsten Woche das Abstimmbuch von Phil kommen wird, der ja im Februar jetzt Geburtstag hat. Und der ja dann das Märzbuch sozusagen vorgibt. Und es war schon so eine kleine Auswahl zu sehen. Und ich hoffe, dass wir da wirklich wieder auch drei tolle Bücher finden, mit denen wir alle glücklich sind. Und bin ich sehr gespannt, für was ihr euch dann sozusagen entscheidet, die bei der Umfrage mitmachen. Und jetzt geht ab morgen erstmal, geht's mit der Falle los. Parallel lesen werde ich Rat der Neuen, das gerade da hinten liegt auf meinem Schreibtisch. Das werde ich zusammen mit Susan lesen. Wir haben uns da am Wochenende so ein bisschen drüber ausgetauscht. Und werden das, denke ich, auf jeden Fall noch innerhalb des Februars verschlingen. Ich glaube, geplant sind jetzt 10 Leseeinheiten. Gucken wir mal, wie wir über den Fasching und so ein bisschen dazu kommen. Und das wird euch dann so in der nächsten Woche erwarten. Und ich hoffe halt auch auf Angel Fall. Ich hoffe, dass mich das nochmal ein bisschen kriegt. Ich fand das erste Drittel tatsächlich nicht so berauschend und schön. Und aber ich bin gespannt und freue mich auf jeden Fall drauf. Und lass mich da auf jeden Fall packen. Ansonsten hatte ich die Woche tatsächlich mal 2,5 Tage kein WLAN und es ist wirklich schrecklich, ohne WLAN zu sein. Jetzt wird jeder den Kopf schütteln und sagen, ach Steffi, das ist doch totaler Quatsch, man kann auch ohne WLAN leben. Ja, das ist tatsächlich so. Es ist aber blöd, wenn man Online-Banking machen müsste, weil man Geld überweisen muss, das nicht geht. Es ist blöd, wenn man eigentlich ein Video hochladen wollte, das nicht funktioniert. Es ist blöd, wenn man eine Netflix-Serie suchtet, das nicht geht. Ist sehr blöd. Es ist doof, wenn man zum Frühstück gerne YouTube-Videos guckt, das dann auch nicht geht und man dann erstmal merkt, wie viel Zeit man tatsächlich mit dem WLAN verbringt und man das eben einfach nicht hat. Und man tatsächlich da mal auf den Fernseher zurückgreifen müsste, sollte. Ja, fand ich wirklich nicht so schön. Hat mir echt nicht gefallen. Jetzt könnte man natürlich sagen, Steffi, ja, schränk mal deinen WLAN ein bisschen ein. Ja, könnte man, aber finde ich persönlich dann halt auch blöd. Ich gucke nun mal gerne YouTube und auch Netflix und es ist halt echt doof, wenn da nichts geht. Aber Freitag nach der Arbeit war dann der neue Router schon da und ich habe den auch gleich eingerichtet und es hat auch relativ gut geklappt. Dementsprechend kam dann eben Freitag mein Video. Es wird keinem aufgefallen sein, außer mir, aber es ist einfach, man macht sich da, glaube ich, auch einfach selbst Stress und ich werde jetzt am Wochenende auch mein Online-Banking machen. Und das ist halt, ne, das ist, man merkt, wie viel man tatsächlich im Internet macht. Und aber jetzt ist mein WLAN wieder da. Passend für das nächste Autoren-Hangout am Dienstag. Am Dienstag wird die liebe Michelle Schrenk da sein, von der ich hier schon so manches Buch gelesen habe und mich auch sehr auf ihr Neues freue. Und wir treffen uns eben dann jetzt am Dienstag, den 21. Februar ab 19.30 Uhr auf meinem Kanal. Wenn ihr Fragen schon vorab habt, immer gerne her, per E-Mail, per Facebook. Es hat die letzten Male auch sehr, sehr gut geklappt. Gerade für all die, die halt nicht live dabei sein können, im Chat und Fragen stellen können. Und gerne auch hier unter den Kommentaren, wenn ihr Lust habt, wie ihr möchtet, einfach die Fragen her. Ich freue mich wirklich sehr auf dieses Hangout. Und plane dann langsam auf jeden Fall mal März und April und dann geht es auf jeden Fall auch noch so ein bisschen weiter. Dann gab es auch in der letzten Woche wieder das Amazon Indie Autoren Festival. Es war jetzt schon die dritte Woche und eine Woche haben wir noch, also immer mittwochs ab Mittag
gibt es dann eben die neuen Bücher. Diesmal sind zwei Bücher bei mir eingezogen. Und zwar Gezeitenzauber, der erste Band dieser Reihe, das Erstlingswerk von Erik Kellen. Von dem liebe ich ja die Nimmerherz-Reihe, wo es ja schon drei Bücher gibt und es noch ein viertes geben wird. Und ich hoffe, das erscheint bald. Ein unglaublich toller High-Fantasy-Autor. Also die Nimmerherz-Reihe finde ich wirklich großartig, episch und wirklich... Ach, ganz, ganz klasse und ich freue mich auf diese Gezeitenzauberreihe. Und dann habe ich mir auch noch Paradox geholt von Philip P. Peterson. Das ist ein High-Tech-Thriller und es ist eine Mischung, und das fand ich so großartig, eine Mischung aus Gravity meets Apollo 13 meets die Truman Show. Ein ungewöhnlicher und spannender Astronauten-Thriller über eine Reise an die Grenzen der Realität vom Autor von Transport. Also finde ich auch mega, mega spannend und interessant. Und ich bin ja tatsächlich so ein bisschen auf diesem High Fantasy, auf diesen Science Fiction Trip immer mal. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Also das klang so gut und beide Bücher durften mit. Ich glaube, Gezeitenzauber für 89 und Paradox für 1,29 oder so. Also wirklich mega günstig. Ich freue mich jetzt auch den vierten und abschließenden in die Autorenfestival-Woche. Bin sehr gespannt, was da noch für Schätze zu finden sind. Und ja, finde ich wirklich toll. Ich packe euch auch hier wieder den Link in die Infobox. Guckt da vorbei. Und die Angebote gehen dann eben auch immer von Mittwoch bis Mittwoch. Also wenn das eine aufhört, fängt das andere an. Und da kann man also noch zugreifen, wenn euch eins der beiden Bücher irgendwie interessiert. Ja, ab Freitagnachmittag war dann die liebe Susan da. Und wir haben Freitag lange, lange gequatscht. Viel, ja, Blödsinn gemacht. Waren dann lecker essen und wirklich lecker. Wir waren hier in unserem American Diner und haben Riesenburger mit Riesenpommes gegessen. Super lecker. Und dann auch noch einen American Cheesecake, den wir uns dann geteilt haben, weil wir eigentlich uns nur noch rollen wollten. Und ja, dann haben wir den Abend bei einem Sektchen ein bisschen ausklingen lassen. War super schön. Samstag früh lecker gefrühstückt. Dann sind wir in die Stadt gegangen und wir waren so ein bisschen bei Müller und wir waren dann Milchshake trinken und Susan hat auch ja, etwas vom Hofer Verschlamont gegessen. Also der Verschlamont ist halt sehr traditionell für Hof. Das sind halt wirklich die Männer, die mit ihrem Kessel in der Stadt stehen und dort eben Wäschler, also Wiener Würstchen, Bauernwürste, was auch immer, Bratwürste verkaufen. Und das ist halt in Hof so ein bisschen Tradition. Da gibt es auch, glaube ich, 5 oder 6 Hofer Wäschlermont. Und da war Susan auch ganz fasziniert. Das fand ich sehr niedlich. Und ja, haben dann auch noch festgestellt, dass es ja bei uns der Senft ist und nicht nur der Senf. Oder wie bei Susan der Senf. Also ja, man merkt, deutsche Sprache, schwere Sprache. Und es war aber super lustig. Und dann waren wir natürlich auch in der Thalia und ja, da habe ich ja nach wie vor Gutscheine. Ich habe auch immer noch Wert auf einen Gutschein und noch einen Gutschein da, also es nimmt noch kein Ende. Und da habe ich mich ja für Downton Abbey entschieden, das ja nicht nur Empfehlung von Laura Newman ist, auch Annika Bühnemann fand die Serie toll und natürlich Adriana Popescu. Und wir sind ja hier, das ist jetzt Staffel 1, hat glaube ich 9,99 gekostet. Und Liebe, Macht und Intrigen in England Anfang des 20. Jahrhunderts. Seit Generationen ist das idyllische Anwesen Downton Abbey das Zuhause der adligen Familie Crawley. Doch ihre heile Welt gerät aus den Fugen, als durch einen Todesfall ein entfernter Verwandter der zukünftige Erbe des Familienbesitzes wird. Der junge Anwalt Matthew kann nämlich mit dem herrschaftlichen Landsitz voller Bedienstete überhaupt nichts anfangen. Doch nicht nur den Bewohnern Downton Abbey stehen tiefgreifende Änderungen bevor. Ganz England befindet sich in einer Phase des politischen Umbruchs. Ich bin mega gespannt darauf. Ich mag ja tatsächlich so ein bisschen Adelsgeschichten. Ich fand ja auch die Tudors wirklich ganz, ganz toll. In die Richtung würde es, glaube ich, nicht gehen. Aber englischer Adel ist immer mega spannend und interessant. Ich freue mich auf Downton Abbey. Ich denke, dass das tatsächlich jetzt was für den Frühling ist. Wenn Westworld sozusagen rum ist, werde ich, denke ich, Downton Abbey ein bisschen suchten. Und DVD-Suchten ist ja eh immer schöner, weil man kann sich das einmal angucken, wie man möchte. Anders als wenn es im Fernsehen läuft oder ja, das so ganz frisch läuft. Und es sind ja, glaube ich, jetzt auch alle 6 Staffeln erhältlich, glaube ich. Staffel 6 habe ich gestern auch schon gesehen. Gibt ja auch so einen wunderschönen Schuber mit allen 6 Staffeln. Der war mir aber dann mit 100 Euro tatsächlich zu teuer. Ja, wer mag es glauben. Weil wenn man halt die erste Staffel noch nicht kennt, hätte ich es jetzt auch irgendwie komisch gefunden, mir alle Staffeln zu holen. Und so hole ich mir einfach nach und nach jetzt die Staffeln. Und dann ist ein Buch bei mir eingezogen, ja, mit dem mich Thorsten vom Kanal Toto Liest angefixt hat. Und zwar das Lied der Dunkelheit von Peter V. Brett. Ein Buch, ja,
das in meinem Wunschlisten-Tag ja noch mit dem dicksten Buch, glaube ich, beschrieben wurde. Jetzt ist es von der Wunschliste runter. Und es hat auch tatsächlich, keine Ahnung, fast 800 Seiten. Ja, fast 800 Seiten. Und es gibt, glaube ich, aktuell schon 4 Bände. Ich weiß gar nicht, ob die Reihe jetzt abgeschlossen ist oder ob es da noch einen 5. gibt. Da muss ich mich mal schlau machen. Ich habe schon zu Susan auch gesagt, ich freue mich darauf, das im Sommer zu lesen, am besten so in der Urlaubswoche, draußen im Garten liegend und wirklich pro Tag so 300 Seiten wegzusuchten. Und ich bin wirklich mega gespannt auf diesen High-Fantasy-Bestseller und das heißt hier hinten eben auch, manchmal gibt es gute Gründe, sich vor der Dunkelheit zu fürchten. Peter V. Bratts gewaltiges Epos vom Weltrang des Herrn der Ringe. Und wenn sowas hin draufsteht, dann muss ich mir das natürlich holen und ich freue mich da unglaublich drauf. Und Thorsten ist wirklich sehr, sehr angetan, hat jetzt, glaube ich, schon den 2. Band geholt und auch ich freue mich wirklich auf dieses Buch. Und ich glaube, für 15 Euro kann man bei einem 1000-Seiten-Buch auch gar nicht so viel verkehrt machen. Ja, und das war es jetzt tatsächlich schon so von der ganzen Woche. Ich glaube, so wie mehr buchtechnisch, filmtechnisch gibt es gar nichts zu erzählen. In der kommenden Woche habe ich ja schon erzählt, so ein bisschen, was ich an Büchern lesen werde. Es wird den Hangout geben mit Michelle Schrenk. Es wird den Tag geben, den ich zusammen mit Susan gedreht habe. Das haben wir ja gestern am Samstag auch noch gemacht. Es war mega lustig. Also man merkt erstmal, wie viel Spaß tatsächlich das Zusammendrehen macht, wenn man sonst eben immer allein vor der Kamera sitzt. Es war super lustig, hat echt Spaß gemacht. Und ja, dann ist ja im Grunde die Woche auch schon wieder rum. Und ich hoffe, dass mich noch ein Avell-Paket erreicht, das ich aufgegeben habe. Vielleicht gibt es dann auch noch ein spontanes Avell-Unpacking. Da gucken wir einfach mal, wie das dann in die nächste Woche noch so reinpasst. Und ja, dann haben wir jetzt schon gesagt, was wir zusammen lesen, nämlich die Falle von Melanie Rabe. Und ich habe, glaube ich, nichts vergessen. Ihr findet natürlich alle Links, Kanäle, die erwähnt werden, in der Infobox. Und ja, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich habe alles erzählt. Ja, langsam macht man sich jetzt auch Gedanken über die Leipziger Buchmesse. Da freue ich mich jetzt auch schon, in die tieferen Plan zu gehen. Und ich glaube, da wird es auch dann mal noch ein Video kurz davor geben, so mit den Ideen, Gedanken, Planungen. Und bin natürlich gespannt, wer auch von euch so ein bisschen da sein wird. Und ja, es sind nur noch 5 Wochen. Und ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich glaube, das Video ist jetzt mittlerweile auch lange genug. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der etwas verspäteten Bücherwoche. Ich gelobe für die nächste Woche Besserung, dass ihr mich wieder Sonntag früh genießen könnt. Ja, ich hoffe, dass ich Samstag zum Drehen komme. Schauen wir einfach mal. Und ja, ich wünsche euch nun einen tollen Start in die Woche, einen guten Ausklang am Wochenende. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr natürlich das Video seht. Und danke euch fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Tschüss! Tschüss, eure Steffi.